Made with Unity. Dieses Spiel wird fast ausschließlich mit der Maus bedient und benötigt gelegentlich präzise Eingaben. Wird empfohlen, kein Trackpad zu benutzen. Die Tastatur wird ab und an genutzt. Es wird allerdings offensichtlich sein, wann diese benötigt wird. Klicke mit der linken Maustaste, um fortzufahren. Daniel Mullins Games. Und damit herzlich willkommen zu Pony Island. Dieses Spiel wurde mir tatsächlich, das ist das erste Spiel, was mir empfohlen wurde per E-Mail von einem von euch. Und da dachte ich mir, ich fange mal mit diesem Let's Play mal an. Ich habe keine Ahnung, was mich genau erwartet. Ich weiß nur vom Trailer an sich, dass das irgendwie anders sein wird als erwartet. Und ja. Also würde ich sagen, wir probieren das einfach mal aus. Wir starten mal ein neues Spiel. Ja, schon mal ein Stern. Systemtech Incorporated. The Pony. Okay. 1992. Okay. Wir starten mal das Spiel. Wir starten mal. Okay. Fehler. Hä? Option und Hilfe. Anti-Alias. Aliasing, okay. Fröhliche Fassade, die verbesserte RNG, kostenloses Ticket, das nehmen wir mal. Errungenschaft freigeschaltet, Fahrschein bitte. Okay. Ponyphysik, In-App-Käufe wollen wir weghaben. So. Repariere das Startmenü, ja. Okay. Obskure Optionen. Hört sich interessant an. Okay. Was ist das? Boah, flackert das zu sehr. Passiert nichts mehr? Kann ich hier noch was machen? Nö. Was kann ich machen? Okay. Okay. Ah, jetzt haben wir's. Okay, starte Spiel. Was ist das denn jetzt? Aktivier Start. STRG. Ah, okay. Und jetzt? Ah! Okay. Lade. Was jetzt? Okay, jetzt haben wir das. Ah? Okay, ich habe bisher verstanden. Musstest es einfach reparieren. Nicht wahr? Es hätte funktioniert. Ich habe es 1000 Mal getestet. Es ist gleich Zeit zu spielen. Willkommen zu Pony Island. Ladevorgang abgeschlossen. Immerhin. Okay, linke Maus. Nur das ist ja einfach. Hey, wir haben es geschafft. Erfolg. Wahnsinn, wow. Unglaublich. Heilige. Erfolg. Was passiert hier? Hä?
69, 70. Komm, wir machen bis 100, ja? Wir warten bis 100 ist. Bevor wir hier drauf drücken. Wir wissen, was passiert bei 100. Vielleicht kriegen wir wieder einen Erfolg hier unten. Ah, okay. Die Maus verschwindet so hier. Oh, die Musik klingt geil. Und Overflow Error. Okay. Egal. Passiert nichts mehr. Drücken wir mal auf. Ja. Die Musik finde ich echt geil. Okay, jetzt haben wir Int Overflow Error, aber. Hä? Was haben wir hier? Ah, wieder ein Schlüssel. Den machen wir mal weg. Und den dafür dahin. Den weg, dafür der dahin. Was haben wir hier? Ah, noch ein Ticket, okay. Aber wir haben den Schlüssel noch nicht. Ah, jetzt haben wir den Schlüssel, okay. Aber den haben wir immer noch nicht. Wie viele Tickets können wir haben? Nur, okay, hier ist noch nur ein. Erlebe den Rest von Pony Island. Füge deine Seele ein, um fortzufahren. Für den Rothaarig, ich habe doch gar keine Seele. Haben wir wieder was? Warte. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Ich würde sagen, der muss hier hin und der muss hier hin. Ja. Nice. Errungenschaft freigeschaltet, keine Kapitulation. Pony Island funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. Missing No? Ne, passiert nicht. Pony Galaxy Exe. Steuerung. Okay. Kann ich nichts machen. Komplettlösung. Orangenen Rechtsblock. Ersetze den Wiederholblock nun durch den frei gewordenen Weiterblock. Sobald das Spiel abstürzt, schließe die zwei Fenster mit Klicks auf die X-Button. Jetzt klicke auf das Messenger-Icon 15. Okay. T-Echse? I-Echse? T-Echse? Fehlerhaft? Nochmal T-Echse? Messenger? Neue Nachricht. Ja, ich will eine neue Nachricht schreiben. Hallo? Meine Gebete wurden erhöht. Warte. Ne? Achso, warte. Das Leben, bitte antworte. Hallo? Meine Gebete wurden erhört. Hallo? Wer bist du? Ich bin Max Deus. Hallo Max Deus. Max Deus, ich bin ein Gefangener dieser Maschine. Ich möchte dich nicht in Panik versetzen, aber es ist möglich, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Ich habe einen Plan, aber nicht die Möglichkeiten, ihn auszuführen. Du musst mir helfen, Max Deus. Wirst du mir helfen? Was krieg ich? Ne, warte. Dafür? Das, ja, schreibe ich jetzt so. Ich kann nicht mehr löschen. Was war das? Soul heißt er auch noch. Ja,
Was habe ich davon? Der antwortet mir nicht mehr. Okay, egal, dann. Hallo nochmal, ach so. Hi. Du musst dich jetzt echt gut fühlen. Du hast dich aus Pony Island gehackt. Das positive Feedback für das Abschließen von öden Hüpfeinlagen war wohl nicht belohnt genug. Was ist denn hier passiert? Wer schreibt dir? Warte, wo waren wir hier? Es war so schrecklich, dass du flüchten musstest. Du musstest einfach. Du musstest es einfach. Kann das sein, dass das hier Lucifer heißt? 1, U, dieses Corporate C, I, F, Hashtag und dann R? Lucifer. Ich glaube, der Teufel. Was? Schreibe unter keinen Umständen jemand anderem. Anderem hier. Nun, mein Plan. Es gibt drei Kernprogrammdateien, von denen das Betriebssystem abhängt. Wenn du eine löscht, dann schwächt das seine Kraft. Und wir müssen allerdings alle drei löschen, um zu entkommen. Verstehst du mich? Jupp. Hä? Mit wem sprichst du? Deine Mama. Du bist so arrogant. Ich habe Erinnerungen an Pony Island vorgenommen. Wir werden sehen, was du nun davon hältst. Ich habe dich gebeten, nicht mit ihm zu sprechen. Hey, du. Was ist, was jetzt passiert? Genug davon, du gehörst nun mir. Schreib ja, Meister. Hä? Hä? Kann ich hier eintippen, was ich will? Da passiert nichts. Der schreibt genau das, was der will. Und ich kann eintippen, was ich will. Da kommt genau das hier raus. Danke. Hä? Ich mache gar nichts. Ich mache hier gar nichts jetzt. Hier. Wir werden sehen. Willkommen zurück. Was ist denn das? Okay, wieder so ein Stern. Aber Pentagramm fliegt raus, okay. System Tag Incorporated. Okay, was passiert hier? Starte Spiel. Optionen. Ach. Gehen wir mal hier drauf. Okay, hier können wir nichts machen. Was ist das? Gib das Passwort ein, Sterblicher. Gib zurück ein, um diesen Ort zu verlassen. Okay, was ist denn das Passwort? Ich versuch's mal mit Passwort. Falsch. Lucifer. Auch falsch. Gib zurück ein, um zu gehen, Narr. Ich glaube, das ist eine Falle. Narr. Falsch. Heil dir Satan. Nein. Satan, was? Vielleicht ist das. Egal dann. So. Rück. Wie kommen wir eigentlich an das Passwort? Starten wir mal ein Spiel. Verbesserte Ladezeiten. Du hast geglaubt, es wäre zu einfach.
Aua! Was ist denn jetzt? Hey! Ich kann nichts machen. Hey, was ist das? Mein Spiel ist herausfordernd, aber fair. Komm wieder, wenn du besser geworden bist. Oder überlasse mir einfach deine Seele. Ich habe aber gar keine Seele, ich bin rothaarig. Ah, okay. So, warte mal. Wir machen erstmal so. Wir machen den hier auch schon mal raus. Oh, was haben wir hier wieder? Ne? So. Ich würde sagen, das kommt dahin. Dann kommt das dahin. Und der kommt hier hin. Ah. Errungenschaft freigeschaltet. Cricket. Okay. Wir müssen also, glaube ich, das Passwort hier rausfinden. Weiter wegguck, vielleicht kann man irgendwie was sehen, erkennen, ne? Versuch mal das hier. Ist auch falsch, okay. Keine Ahnung. Wenn wir hier nochmal draufklicken, passiert nichts mehr. Optionen. Ah, jetzt können wir hier Optionen. Okay. Anti-Aliasing. Machen wir mal. Fröhliche Fassade. Verbesserter RNG. Erweiterte Optionen. Erweiterte Audioeinstellungen. Game Jam Musik. Antwort auf deine Gebete. Level-Up-Geräusch. Höllenfeuer. Ominöse Summen. Level 1 Musik. Wie besser als das hier. Arbeitende Hardware. Das hier kann ich gar nicht machen. Erweiterte Spieleinstellungen. Ponyklingen. Freier Wille. Wirklich nutzlose Optionen. Erweiterte Audio-Einstellungen, okay. Erweiterte Spieleinstellungen. Da können wir nicht mehr hin. Ah. So, okay. Unbegrenzt. Pony-Mobil. So. Ja, hier haben wir alles, dann. Sicherheitseinstellungen, elterliche Kontrolle, wenn wir das mal so machen, Passwortinfo, ah, Baphomet, okay, Baphomet, versuchen wir mal, hier war das. Baphomet. Korrekt. Ja, Mann. Okay. Nun kannst du eine von drei Fragen stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Eine von den drei darf ich stellen.